Bis spätestens 2022 müssen alle Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Das hatte die Regierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 beschlossen. 2018 wurde das entsprechende Gesetz nachgebessert nach einer Ansage des Bundesverfassungsgerichtes, dass den Betreibern ein angemessener Ausgleich zustehe. Gegen die milliardenschweren Regelungen hat der Energiekonzern Vattenfall geklagt und er hat heute Recht bekommen. Die obersten Richter verlangen schleunigste Nachbesserungen. Der schnelle Atomausstieg, für Betreiber von Kernkraftwerken ein großes Problem. Bereits 2016 zogen sie deshalb vor das Bundesverfassungsgericht. Der Ausstieg selber sei verfassungsgemäß, so die Richter damals. Allerdings gaben sie dem Gesetzgeber auf, Betreiber angemessen zu entschädigen. Gegen diese Ausgleichsregeln klagte nun das Unternehmen Vattenfall mit Erfolg. Das Gesetz sei gleich mehrfach verfassungswidrig, so das Gericht heute. Das Gesetz ist einerseits schon nicht in Kraft getreten, weil die vorgesehenen Bedingungen nicht erfüllt sind. Das Gesetz könnte den Verstoß gegen das Eigentumsgrundrecht aber auch nicht beseitigen. Die Art und Weise, wie der finanzielle Ausgleichsanspruch ausgestaltet ist, entspricht nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Das Gesetz ist zu ungenau. Vattenfall müsse danach versuchen, die Reststrommenge zu verkaufen. Es sei aber nicht sicher, ob sie auf dem Markt genug Geld bekommen. Das aber sei unzumutbar, so die Verfassungsrichter. Deshalb muss der Gesetzgeber erneut tätig werden. Reaktionen. Die Kosten werden neu verhandelt werden. Man kann, deswegen haben die ja geklagt, vorhersagen, dass es für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler noch teurer wird. Das ist die Konsequenz von politischem Murks. Ob die Betreiber tatsächlich mehr Geld bekommen, ist offen. Der Gesetzgeber muss aber auf jeden Fall nachbessern.